So, hey Freunde, herzlich willkommen bei RC Cars & Co. Heute hier Caro, falls jemand das Auto nur mit Caro kennt, Armor Creighton 4S V2 mit neuer 6S, also 1:8er Kombo. Der originale Motor, der war durch, da war die Welle verschlissen, sodass halt ja zu viel Spiel war und das Ritzel zu locker war. Ja, und halt der Rotor an Magneten gescheuert hat. Ah, und innen drin, das Innere hat dann am Magneten, also an dieser Spule gescheuert, der Rotor. Ja, das ist natürlich auch nicht gut. Und deshalb ist jetzt eine Robitronic, was ist das? Razer 8, oder? Razer 8, also eine 1:8er Brushless-Kombo drin hier mit einem großen Regler und einem etwas größeren Motor. So viel größer ist der gar nicht. Passt relativ gut da rein. Der Regler passt auch gut da drauf. Hast festgeklebt, oder? Ja. Drei Lagen, 3M. Ach, das ist scheiße, okay. Weil halt. Damit er höher kommt, oder was? Sind. Ah, ja, und stimmt. Muss halt ein bisschen höher. Okay, gut. Jetzt fahren wir erstmal 4S, also 2 2S Hardcase sind jetzt drin. Später dann auch noch 6S mit 2 Softcase 3S. Aber es gehen tatsächlich auch 2 Hardcase 3S Akkus rein, dann wird es halt ein bisschen schwierig, aber es funktioniert schon. Ach so, und wegen Motordaten, Motor. Also 1600 kV, das ist nicht so viel. Ich habe extra wenig genommen, weil ich will nicht schneller fahren, weil dann ist das Ding gleich am Arsch. Ja. Das hält er dann auf keinen Fall aus und die Diffs auch nicht. Und er soll dann auf 6S soll er so schnell fahren wie vorher mit 4S. Aber halt einfach nur mehr Power und dann hast du auch ein bisschen mehr Fahrzeit. Ja. Und der Motor ist halt auch langlebiger als die Armarotze. Das kann Spektrumzeug schon sein. Ist halt wirklich nichts. Und mit dem Lüfter hier hast du auch beim Regler ja, gut, entspannte Temperaturen. Auf jeden Fall. Und dann ist das Ganze einfach ein bisschen besser. Ja, der originale Kühlkörper passt jetzt nicht mehr drauf, oder? Nee. Ja, okay. Siehst ja, dass das hier schon ja, das so ist dick schon ist eng. Wie mit Kühlkörper vor. Aber eigentlich ist das gar nicht verkehrt, weil dann passt auch kaum noch ein Stein rein. Hier vielleicht schon noch, aber ja, da kommt ja, trotzdem einer dem. Rein. Also und gut. Unten liegt er halt auf dem Chassis fast oh, ja, drauf. Stimmt. Also schon ziemlich, ja. Ist eigentlich nicht schlecht, da kommen dann auch weniger Steine rein, aber kommen trotzdem noch rein. Steine kommen überall hin. Okay, dann erstmal ein Stück an 4S, aber der größte Teil sollte 6S sein. Also gut, dann geht's klar los. Jetzt. Also dann erstmal an 4S, hier ein bisschen hoch und runter fahren, Geschwindigkeit angucken. Ganz kurz, der Lukas hat vorhin zu mir gesagt, er springt hier drauf und landet da drüben. Also, bin mal gespannt, ob das klappt. Also an 6S dann später, ne? Aber wir gucken. Da vorne kann man mal ein bisschen springen. Ja, sollen wir davor gehen? Der Rest ist halt ein bisschen zu langsam dafür. Ja, muss man schon 6S nehmen. Boah. Autsch. Ah. Jetzt. Warte mal, ich kann gerade ohne Hinstelle. Oh, Frontflip. War das einer? War das ein ganzer? Fast. Backflip geht gar nicht.
kontrollieren in der Luft geht auch nicht mit 4S. Also er schreit nach 6S. Genau. Das ist auch das Einzige, was man mit dem Auto richtig Bock macht. Und so drüber fahren, das macht auch ganz viel Spaß. Drüber ballern. Relativ schnell ist. Boah! Ja, okay. Ich kann nicht schnell drüber, sondern hier so wieder einen Frontflip machen. Ja. Ich würde sagen, gut, das reicht, weil 6S wird spannender. More power. Trotzdem kurz neue Filme. So, jetzt Graton mit 6S ist eigentlich von der Höhe genauso. Das sind Softcase-Akkus, Ovonic mit 5000 mAh. Passen von der Länge entspannt rein und von der Höhe auch. Also geht's ab. Ja. Okay. Ja. Oh, es staubt. Ach du Scheiße. Ja, ne? Oh. Okay. Wie lange der das mitmacht? Genauso wie vorher. Genauso wie mit 4S. Ja, vielleicht hat er ein bisschen mehr Kraft, das könnte sein. Ein bisschen mehr Kraft, aber. Größerer Motor, dann hat er mehr Wumms, aber von der Geschwindigkeit. Ja. Nimmt sich nicht viel. Ne, bestimmt nicht. Boah. Es war. Ja. Ich. Ich hier mal so. Ich glaub's dir schon. Ja, okay. An der Richtung. Boah! Voll verfangen, Alter. Ganzer Grünzeug. Oh, ist halt volles Gegenlicht, aber geht halt nicht anders so. Hey, da ist meine Hand drauf. Geht auch nicht. Ich sehe nichts. Boah! Ja, geht noch nicht. Ja, okay, mit der richtigen Rampe geht es. Ajo? Ja, dann komm ich zu deinem großen Sprung. Okay. Hat deutlich besser als 4S. Ja, also du meinst als 4S mit der Kombo oder mit der originalen? Original. Ja, okay. Ja, es geht schon gut ab, also. So, jetzt hier, Steilkurve, Sendingrampe. Erstmal entspannen. Boah, der Handy. Der Bildschirm ist ganz staubig, ich sehe gar nichts mehr. Oh, die Lenkung. Mensch! Der Rotzservo. Da! Oh. Da war er, der Erste. Aber nicht schneller als vorher. Eigentlich gleich. Stimmt, was hat die Kombo eigentlich gekostet? 130 Euro. Ja, okay. Billiger als die Originale. Auf jeden Fall. Wenn man es mit Draxas vergleicht, sowieso. So die Graton-Spezialität. Langer Wheelie? Nee, Stoppy. Langer Stoppy. Was jetzt? Ja! Perfekt. Ja. So. Jetzt hier. Also. Ich muss mir die Rampe angucken. Nun ist der Plan, diesen weiten Sprung zu machen. Hier abspringen. Da in der Luft überall drüber. Und da hinten landen. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber der Lukas. Der Lukas ist zuversichtlich. Ach man, das ist scheiße.
Ui! Da den dicken da hinten kann man nochmal machen. Ja, geht. So, hier jetzt die große Rampe oder was auch immer. Ach, du Scheiße, ja, okay. Genau. Ja, kannst du auch von der und dann auf der anderen landen. Das wird, glaube ich, eng, weil es nicht hoch ist. Boah, Alter. Da geh ich lieber mal weg. Ich kann mal von ganz oben Anlauf nehmen, weil es war noch nicht schnell genug. Vollgas. Scheiße, da ist komplett Dornen. Ja, viel Spaß. Ja, hier sind überall Dornen, von da vielleicht. Brombeeren und da hinten, da liegt er jetzt irgendwo drin. Das ist unpraktisch. So, nach gefühlten 10 Minuten ist er wieder draußen. Boah, One Flip, aua, ah. Ach du Scheiße, das ist ein Akku. Beide? Scheiße. Akku 1, Akku 2. Entspannt, beide Akkus rausgeflogen. Ja, aber einfach nur der Stecker ab. Das ist wegen diesem... Ja, die Straps, die sind so kurz. Guck mal, das war schon hart. Ja, einfach davon geflogen. Unfassbar. Ja, das ist definitiv kleiner. So. War nix. Oh. Ja. So ungefähr. Ah, Scheiße. Aber er liegt schon da. Vorne. So, wir haben die Rampe wieder getauscht. Das war uns da zu grün. Also ganz ehrlich, so viel Grünzeug. Jetzt sind wir wieder hier und da kann ich halt einfach springen ohne Busch. Das ist besser. Und jetzt kommt ein Sprung mit viel Anlauf und mit viel Geist. Ammer Airline. Vierfacher Backflip will ich sehen. Oh ne, aber er war sehr weit auf jeden Fall. Weit und hoch, ja. Oh, waren das Zeiten, wo wir mit dem Lucian mit drei ähnlichen Autos hier waren. Da haben wir auch gesendet, wie noch was. Ja! So, wo bleibt er? Ach du Scheiße, die ganze Rampe mitgenommen. Wo ist er? Ach du Scheiße. Maximales Vollgas, ganz da hinten ist er. Ungefähr 21, bis ihm ist er noch gerollt. 21 Meter. Da ist die Rampe, hier stehen wir. Ja, krass. Ja. Schon gut, der Dirtpark. Wenn die Schritte gut waren, dann waren es auch 21 Meter. Ja, doch, das kommt schon hin. Ich bin noch eine leichte Kurve gelaufen, also ja. 18 Meter. Nicht schlecht. Nee, es will nicht. Geht nicht. Egal, wir erklären es euch hier. Antriebswelle, Kunststoffantriebswelle. Die ist, das ist hinten hintere Ende. Zähne, die hat ist aber noch auch nicht mehr so gut. Griff. Und vorne sind halt die Aufnahmen weg. Auch es fokussiert gar nicht. Es fokussiert gell? Absolut nicht. Warte, du musst die Hand vielleicht. Jetzt. Jetzt. Ja, man sieht, dass es halt einfach rund ist. Das ist halt weggefetzt. Also an 6S ist schon höherer Verschleiß. Kostet vielleicht mehr, aber egal. Es geht trotzdem. Wir versuchen das jetzt hier so abzuschneiden. Und dann kann man vielleicht das hintere Stück wieder da reinschieben und dann kann man weiterfahren. Genau. Dann war es das mit dem Video, oder? Ja. Also, ihr habt gesehen, was so ein Graton macht, wenn er eine 6S-Kombo drin hat und ein 6S fährt. Ja, man könnte ein paar mehr KV nehmen. Gibt's ja, natürlich. Geht schon. Es gibt auch irgendwie 2500 KV dafür.
Aber dann machst mehr du halt aus dem Stand einen Backflip und deine Diffs sind nach der genau. dritten Fahrt kaputt. Das ist dann das Problem. Da gehen halt andere Teile kaputt. Aber wenn einem die Elektronik kaputt geht, kann man es schon machen. Ah! Viecher! Scheiß! Ja, wie sich das auf lange Zeit auswirken wird oder wie das da funktioniert, das werden wir ja noch sehen. Es gibt dann erstmal noch ein normales Review. Ich würde sagen, ich hoffe es wieder. Nee. Okay, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal bei RC Gas & Co. Ciao, ciao. Ciao. Gas. Boah. Wow.